Margret Burgwardt hat noch nie eine große Ausstellung in Berlin gehabt. Und sie ist eine der ganz großen Fotografinnen des letzten Jahrhunderts. Man muss sie in eine Reihe stellen mit Cartier-Bresson, mit Robert Capa, mit George Roger. Und sie war die erste Frau, die im Team von Live fotografieren durfte, dieser großen 1936 gegründeten amerikanischen Fotoillustrierten. Sie war die erste Frau, die als Kriegsberichterstatterin auf Seiten der amerikanischen Armee an die Front reisen durfte. Also es gibt eine Reihe von Gründen, warum Burgwardt für die Geschichte der Fotografie außerordentlich wichtig ist, aber insbesondere auch für die Geschichte der Reportage. Man muss Burgwardt sehen als Reporterin, das macht den Großteil ihres Werkes aus. Aber sie hat begonnen in einer Phase, in der sie noch in Cleveland lebte. Durch persönliche, private Beziehungen hatte sie Zugang zu den Stahlwerken und sie hat ja dann auf einmal auch begonnen, diese, sie wollte ja eigentlich Biologin werden, hat sie Naturwissenschaftler und begann sie aber auf einmal das Stahlwerk zu fotografieren. Und da spürt man etwas von dieser damals in den 1920er Jahren wichtigen Bewegung vom neuen Sehen. Also das kannte sie sicher und das hat sie sicher auch beeinflusst. Nur ist es ja bei Kriegsreportagen nicht so, dass man den Blickwinkel und Bildwinkel immer so genau festlegen kann. Man ist ja in einem Geschehen drin, das man nicht beeinflussen kann. Insofern, ich glaube, das Reportagewerk überwiegt. Interessant ist auch zu erwähnen, dass sie eine ganz hervorragende Schreiberin ist. Sie hat also April 1945 ein Buch, das man heute noch lesen kann über ihre Reportagen in Deutschland im April 1945 oder ihre Autobiografie. Also das war ja damals auch so üblich, dass die Fotografen ihre Geschichten dazu schrieben. Wir zeigen in der Ausstellung ja wesentlich Fotografien aus der Zeit zwischen 1930 und 1945. Wir wissen, was alles dort Schreckliches geschehen ist in der Zeit, ein Zweiter Weltkrieg mit Millionen von Toten, der Holocaust und alles das hat irgendwie Burgwardt in einer Art und Weise eingefangen. Insofern ist diese Ausstellung auch ein Zeitpanorama und insofern stellt die Ausstellung auch etwas dar, was Erik Hobsbawm einmal das Jahrhundert der Extreme genannt wird. Man kann das in dieser Ausstellung nachvollziehen.